Willkommen, total und recht herzlich willkommen alle Kunden, die jetzt diesen Videoclip hier sehen. Wir haben heute den 9.11.2016 und was haben wir? Trump. We have Trump. United States of America have a new president. The new president, Donald J. Trump. Yes, we can. Ja, wir müssen also den Simpsons huldigen. Den Simpsons. Wir müssen die Simpsons also etwas ernster nehmen wie sonst. Denn die Simpsons haben es Jahre vorher schon gesagt, dass Trump President der United States of America wird. Tja, aber wir bleiben natürlich hier bei Star Wars. Meine lieben Freunde, die neuen Ware ist eingetroffen. Da hinten haben wir einen Ritter von Ren schon. Wir wissen ja auch gar nicht, wie die Ritter von Ren ausschauen werden. Kylo Ren, ein Ritter von Ren, der überhaupt nicht in der Macht und so weiter zu Hause. Star Wars ist ja nun mal jetzt ganz frisch. Mit Star Wars kann man schwer anecken, weil da die Hardcore-Fans seit 40 Jahren im Universe herumtummeln. Aber durch den Verkauf durch George Lucas ist nun mal alles weg. Der Sound ist weg, THX haben wir uns verabschieden müssen, THX ist nicht mehr. Dann haben wir Fox, dieses Dramatische mit diesem Anfang, mit den Leuchtkörpern, die am Himmel. Wer aus der uralten Zeit stammt, weiß, woran es, ne? Was da sein sollte, diese Lichtstrahler da. Das waren ja noch Sachen, wenn die angingen, dann knallte richtig. Schabum! Gingen die an, diese riesen Scheinwerfer, um in den Nachthimmel hinein zu leuchten. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, wir haben eine Menge verloren. Ob wir durch Herrn Trump, den New President, irgendwas Neues gewinnen, wissen wir alle nicht. Wir wissen aber, was schöner gewesen wäre, wenn wir mit Amerika richtig Handel treiben hätten können und nicht so merkwürdig. Na gut, ein Chlorhühnchen oder irgendwelche Lebensmittel, die da gepanscht sind, will keiner essen. Ist auch gut so, dass unsere Regierung hier immer noch den harten Standard hat, den deutschen sogenannten Standard, wo alles ein bisschen geregelt vorliegt. In Amerika ist die Regelung halt ein bisschen anders und die Show ist da alltäglich. So. Dort müssen Politiker gekauft werden und lassen sich kaufen oder lassen sich nicht kaufen. Donald Trump hat ja auch einigen gesagt von euer Geld will ich nicht, weil dann bin ich abhängig. Der Mann ist umstritten, das ist richtig, aber das geht uns gar nichts an. Hier in NRW, hier wo der Star Wars Stammtisch, hier wo die deutsche Show, Star Wars deutsche Show stattfindet, wo jeden Samstag von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr nun, Kinder kann man jetzt nicht sagen, bitte kommt Samstag zwischen 9.30 Uhr, 12.30 Uhr, die 6 plus, 9 plus, 12 plus erscheinen zwischendurch. Gestern war der Lustigste auch wieder da, unser Schelm, der immer Alzheimer hat und die Preise von den Figuren immer gerne vergisst. Es ist tagtäglich Fragestunde hier, sind Sie Fan? Nein, wir sind kein Fan. Ich spreche jetzt in die laufende Kamera und sollte das irgendein Unternehmer sehen. Wir suchen Trump die Puppe. Ja, wir sind natürlich Kunden von Dreireich US und natürlich von Ditko. Das sind alles so Unternehmer, die Puppen herstellen oder vertreiben. Irgendwo, also die Gesellschaft ist in Texas. Ditko und Dreireich US, hört sich schlimm an. Na gut, es sind halt militärische Figuren. Und die stellen halt auch den Obama her, nur der Obama war ausverkauft, wurde auch nie wieder auferlegt. Obama konnte man also nicht mehr kaufen, da waren wir zu langsam. Jetzt hoffen wir, dass der Donald Trump als Puppe erscheint, weil der Herr Putin steht ja da oben schon als 12-inch Puppe, steht er ja im Regal, der Herr Putin und die anderen Herrschaften stehen auch. Viele 6 plus, 9 plus, 12 plus fragen ja auch, warum habt ihr solche Figuren hier stehen? Beziehungsweise ich, der Medienkanzler, wird gefragt hier, warum? Ja, weil es gibt auch Militärfreunde, die halt Militärfiguren sammeln. Und es gibt Geschichte,
Und wenn man das alles neutral und positiv sieht und nicht irgendwie ausrastet oder abdriftet oder zu irgendeiner Gruppe gehört, dann ist doch alles in Ordnung. Jede Gruppe kann machen, was jede Gruppe möchte. Es gibt ja die Hardcore-Fans und dann gibt es die Softies. Es ist ja auf eine Art alles ausgewogen. Meiner einer, euer Medienkanzler, ist und bleibt neutral. Deswegen sitze ich jetzt dazwischen. Diese beiden verkörpern hinter mir, die beiden Figuren verkörpern hinter mir The Old Republic. Ja? So ungefähr vor 25.000 Jahren, bevor überhaupt alles angefangen hat mit der Episode, die George Lucas sich da ausgedacht. 1971 hat George Lucas sich das ausgedacht und dann entstand das so. Ja? Wenn man als Unternehmer plötzlich immer das Wort Nein hört oder torpediert wird, muss man eben alles selber machen. So, dass jetzt hier keine Schauspieler sitzen, dass jetzt hier, ich begrüße auch total und recht herzlich die Tanja hat das Wort. Die Tanja Reitzer, die hat mir ihre Karte dagelassen. Die Tanja hat das Wort, wenn sie dieses Video sehen sollte. Also das Wort, das heißt also, sie ist Sprecherin, sie ist eine richtige Sprecherin und hat eine wunderbare Stimme. Sie war hier, hat einige Kopien gemacht und da wir ja auch nun mal hier das Medienhaus vertreten und das Copyhaus vertreten und natürlich diesen Stammtisch Star Wars, wo jetzt die ganzen neuen Figuren eingetrudelt sind, um dieses Video mal so ein bisschen abzurunden, unterbreche ich mal eben kurz. An alle Kunden, wenn wir solche Dreharbeiten haben, dann schalten wir natürlich alle Kameras aus. Das sollen unsere Kunden wissen. Wir drehen erst dann wieder weiter, wenn der Kunde seine Arbeit erledigt hat. Jetzt im Moment ist niemand da. Alle sitzen noch geschockt vom Fernseher. Die ersten waren schon da. Ja, die ersten waren schon da und dann ging es natürlich los mit Trump. Wow, wow, wow. Es steht hier nichts still, ja, also die Tacker gehen, das online ist hier, der Herr Söder hat schon in die Kamera reingesprochen, ja, euer Medienkanzler hat schon der Frau Hannelore Kraft geschrieben, weil so einiges mit einigen sind wir Selbstständige überhaupt nicht, im Verband Selbstständige, der Verband Selbstständiger hat da einiges Argwohn, was da die Regierung mit uns vorhat. Wir lassen uns ungerne aussaugen. Wir arbeiten unheimlich gerne und vor allen Dingen die Selbstständigen, die aufstehen morgens früh und sagen, komm, ich darf nicht krank sein, ich habe meine Kunden, ich möchte meine Kunden bewirten, ich möchte meinen Kunden was geben. Ja, die Kunden müssen an sich auch mal verstehen, dass wir aufstehen, um den Kunden etwas zu geben, vor allen Dingen Positivität, irgendwelche Sachen, die sie gerne hätten. Hier zum Beispiel die Jugend 6 plus, 9 plus, 12 plus, die unheimlich gerne Star Wars gerne hätten und so weiter. Wir versuchen es ja zu besorgen. Wir versuchen ja 1:1 Figuren zu bekommen. Die Ritter von Rehn, Old Republic, Kylo steht hier vorne. Natürlich soll auch Daisy Ridley hier irgendwann mal stehen. Aber alles Piano, weil wir leben hier in der Star Wars freien Zone. Und für alle, die Star Wars mögen, vor allen Dingen hier auf dem Blog, beziehungsweise bei Facebook, bei den Stammtisch 100% Begeisterte. Die 100% Begeisterte sind ja schon über 794. Wenn wir Glück haben, schaffen wir irgendwann 800. Dann gibt es ja noch andere Rubriken. Also wir sind insgesamt 15.000, die hier in den ganzen Foren, Blogs und so weiter unterwegs sind. Und ich als euer Admin und ich als euer Medienkanzler, der das Ganze hier als Produzent, Producer auf den Weg bringt, müsst ihr auch verzeihen, so viel Zeit habe ich auch alles nicht. Bin wie gesagt immer verbunden, ich unterhalte mich natürlich auch mit den großen Größen, ich unterhalte mich mit allen, weil für mich sind alle willkommen. Effektiv betrachtet, 7 Milliarden Menschen könnte ich vielleicht, oder sie könnten mich, ja, beglücken oder sonst wie. Wir könnten uns 7 Milliarden Mal unterhalten, in so vielen Weltkulturen unterwegs sein, das macht so viel Spaß, ja, und die halt beschränkt in ihrem Aluhut auf einer Couch sitzen oder die anderen, die beschränkt sind, sich nur in irgendeinem Block sich bewegen und Kutten tragen oder was weiß ich auch immer und irgendwie, ja, Ärger machen, das ist denen ihre Sache, ist aber nicht bestrebenswert. Ich finde es toll, mit der Nation zu sprechen, ich finde es toll, mit der Welt zu sprechen und ich finde es toll, wenn die Welt hier spricht. Wenn ein DJ Valdez aus Malaysia hier steht, wenn man für ihn da
DVDs macht, mit ihm versucht, seine Lieder zu analysieren, wenn hier welche aus Indien stehen, ja, hallo, hier ist Multikulti, alles toll, aber trotzdem ist das immer noch ein nationaldeutsches Haus. Wir feiern jetzt 60 Jahre, 60 Jahre feiern wir dieses Ganze hier, 60 Jahre gibt es das hier schon an diesem Ort, an diesem Platz, an dieser Straße, ja, und meiner einer macht es jetzt seit 10 Jahren ganz alleine und ist aber schon über 40 Jahre hier involviert. So sieht's aus. Über 40 Jahre hier involviert, 10 Jahre Solo Station und 60 Jahre komplett. Das macht tierisch viel Spaß. 40 Jahre auch hier bei Star Wars involviert. Und da fangen wir an, deswegen stoppe ich mal eben kurz und zeige euch was. Und jetzt Star Wars, weil an sich die Videoclips mittlerweile bis Ende Dezember sich um Star Wars drehen. So, Disney hat gekauft, Disney verändert es. Die Hardcore-Fans, die Argumentation der Hardcore-Fans wissen wir mittlerweile. Und es ist natürlich schon eine Sache, wenn da steht Ritter von Rehn, ja, dann meint jeder, wie ist das ein Hirsch? Ne? Rehn. Da ist kein Rentier, ist auch kein Reh mit H. Ja, das ist ein Ritter von Ren. R-E-N. Können wir nichts für. Ja, ein Ritter von Ren. Sogar Kylo ist ein Ritter von Ren. Deswegen heißt er ja auch Kylo Ren. Ja, er hat seinen Namen abgelegt, seinen Solo-Namen da, ne? Hat seinen Vater da vernichtet und so weiter und so fort. Jetzt machen wir mal einen fetten Schnitt, weil Episode 7 kommt ja jetzt zwar am 24. November nochmal als 3D. Und da sehen wir dann 10 Varianten, die halt beim Sehen im Kino eh aufgefallen waren, da stimmt aber was nicht. Aber darüber brauchen wir jetzt nicht lästern, darüber brauchen wir jetzt nicht sprechen. Ihr könnt ja die ganzen Rubriken auf unserem Kanal Ultra HD Web TV ja sehen. Ja. So, wir werden natürlich irgendwann mal wieder umschwenken auf Sammelfiguren TV, weil an sich Ultra HD Web TV alles ist. An sich, ja, politisch, wirtschaftlich, Comedy, Schauspieler, Sprecher, alles ist ja hier bei Ultra HD Web TV. 2017 produzieren wir wieder, die Räume stehen, Blue Room, Green Room, das steht alles. Wir arbeiten aber auch mit Realkulisse, auch die steht. Und jetzt gehen wir aber mal ganz schnell dahin, wo wir hinwollen. Vielleicht cutte ich das Ganze und mache ein separates daraus, denn wir sind jetzt hier wieder bei Star Wars. Ich nehme mir jetzt mal eben kurz die Zeit, die neuen Figuren vorzustellen. Und zwar ist nicht leicht heranzukommen. Nummer 23 ist der Captain Cassian Andor. Ich muss noch ein bisschen ablesen, weil ich habe mich noch nicht darum gekümmert, die alle auswendig zu lernen. Es ist ja auch ein Zwischenpart. Wir sind jetzt hier nicht in der Show. Ich nehme mir jetzt einfach mal die Zeit. So, um an die Figuren zu kommen, die hatte ich ja auch schon vorgestellt. Nummer 22, das ist Nummer Sergeant Jyn Erso, ja, Jedi. Und diejenige, die die Festplatte stehlen wird, ich bin ein Rebell. Tja. Dann haben wir ihn. Den Direktor. Da habe ich mir schon überlegt, diese Uniform, die besorge ich mir. Und 2017, wenn es so richtig weitergeht mit Star Wars, trage ich halt die Uniform hier als Direktor. Ne? Director Krennic. Director Krennic, ja. Ja, warum nicht? Ne? Passt zwar nicht, ich habe keine Haare, aber kann mir ja eine Perücke kaufen, so eine graue. Dann sehe ich auch, oder trage halt die Mütze. Die Mütze gibt es ja auch zu kaufen. Da sind wir halt beim Thema des Kaufens. Ja, die neuen Black Troopers, Death Trooper, Imperial, ne, die imperialen Truppen. Des, also, wir haben uns ja schon die Helme angeschaut. Ja, wir haben uns die Figuren angeschaut, das ist die Nummer 25. Und dann haben wir die Nummer 28. Also, der ist ja der Scarif
Stormtroopers. Carith Stormtrooper. Der ist ja wirklich gut angekommen, ja, von seiner Uniform her, von seinem Helm her. So, da sind wir wieder beim Thema, dass ja heute der Trump gewonnen hat. Den 9.11.2016 hat der Trump gewonnen. We like Trump, we love Trump, we love America. Wir lieben Star Wars. So, Star Wars. Schön und gut. Hörte sich auch gut an, ne? Star Wars, The Clone Wars, ne? Oder Welcome to the Disney Show, Rebels, ne? Ja. Aber 6 plus 9 plus 12 plus haben wir überhaupt keine Ahnung von Rebels. Die kennen ja nur immer die beiden da hinten. Ja, ist halt so. So, wenn man dann denen das so zeigt, hier, schau mal, ich habe sie immer noch nicht ausgepackt, wird aber bald kommen. Ist ja ein Spieleplay. Ne? Disney verkauft ja Spiele. Play. Also man kann damit spielen und so. Die gibt es auch ein Stückchen größer. Aber ein Stückchen größer kostet schon 25 Euro das Stück. Und das haut schon rein. Ne? Dann kauft man lieber so eine ganze Dose. Ist ein bisschen günstiger wie komplett. So, noch einmal. Wir sind natürlich Händler. Wir sind keine Fans. Das ist hier ein Handel. Fachhandel. Und noch einmal. Seit 60 Jahren gibt es diesen Fachhandel. 60 Jahre Spielwaren und Bürobedarf. Und Schulbedarf. So, Bürobedarf und Schulbedarf ist mittlerweile in den Hintergrund getreten. Jetzt sind wir in eine richtige Film-Fotoproduktion. Wir machen Bilder aller Art, wir machen Filme aller Art. Wie oft wir das hier betonen müssen, wissen wir nicht. Tue ich aber. Euer Medienkanzler, der vor Ort ist, den ihr ansprechen könnt, hier vor Ort könnt ihr ihn ansprechen. Auch am Stammtisch für Star Wars. Ich weiß nicht, wie man das alles erklären soll, aber wie gesagt, wir sind ein Fachunternehmen seit 1966. So. Und davor, also ich bin seit 1966 involviert, weil ich sagte, ich hätte gern diesen Laden hier als Datenhighway mit Zuhilfenahme von Maschinen, können die Kunden hier reinkommen und ich helfe ihnen. So war das, da war ich 10 Jahre alt. So, wir haben das Jahr 2016. Und wir haben es. Wir haben Industrie 4.0. Ich kann mich hier mit Herrn Söder unterhalten bei Facebook. Ich kann mich mit der Frau Hannelore Kraft unterhalten bei YouTube. Frau Hannelore Kraft war schon bei 7Load. Frau Hannelore Kraft wurde schon 30 Jahre bei uns bedient. 30 Jahre haben wir Frau Hannelore Kraft bedient in einem Kaufhaus. So, das Kaufhaus gibt es nicht mehr. Die Fachbetriebe gibt es nicht mehr. Spielwarenfachgeschäft gibt es nicht mehr. Bürobedarf. Um eine Ecke gibt es nicht mehr. So, es gibt gar nichts mehr an alle, die sich daran erinnern. Aber die, die sich daran erinnern, schauen nicht dieses Video. Dieses Video wird gesehen von Y+, ja, von 6+, 9+, 12+ und von der New Generation, ja, von 14 bis 45. So, und die wissen alles besser, sie können alles besser, weil sie das ja geschenkt bekommen haben. Wir haben es gebaut. Ja? Wir haben in den Keller gesessen mit Lötkolben und haben das Ganze uns ausgedacht. Wir haben am C64, am 1040 gestritten. Also da war Atari, da war Commodore, mittendrin der Amiga. Dann kam der erste Pentium, Pentium 90. Und heute haben wir die Daddle-Einheit. Ja, App. Und wir kloppen uns. Habe ich jetzt iPhone oder habe ich jetzt Smartphone? Ja, so sieht es heute aus. Also, die Welt wird kalt, kälter dadurch. Man muss mir in eine Kamera sprechen. Manche tun es ja schon bei Facebook live. Meine lieben Freunde, ich habe jetzt hier nicht live gesprochen, weil live als Filmemacher, wir wissen, dass immer eine Botschaft gut rüberkommen hätte sollen. Deswegen wird das geschnitten. Darum wird daraus eine schöne Thematik gemacht. Auch ordentlich versucht zu sprechen. Und auch auf die Thematik einzugehen, wie eine Gratulation an Trump, ja. Und dann, wenn man sieht, dass sich die Damen und Herren da echauffieren hier. Oh, meine lieben Freunde, 2017 kesselt der Bär, ja, da geht's zur Sache. Mann, 2017 werden auch wir wählen, wir gehen wählen. Wer irgendwas nicht haben will, wählt von mir aus eine Tierpartei. Tiere sind lieb und nett. Ich freue mich jeden Tag, wenn hier die Hunde erscheinen. In allen Lebensgrößen. Ihr glaubt gar nicht, wie viel Spaß es macht, mit einem Hund hier kurz zu kuscheln. Ja, so ist das nun mal. Ja, so sieht's aus. Ich liebe die Menschen. Jeden. Ja? Und wenn man gut auskommt, macht Spaß. Wenn man nicht gut auskommt, ist Käse. Da muss man draufhauen, um auch weghauen. Ja, ist halt so. Na, dann wird man da zu einem Ren. Dann wird man da zu einem Darth Vader. Ist halt so. Ja, Darth Vader würde ich auch gerne als Kostüm hier hinstellen. Aber wenn das richtig, was ich damals 1979 getragen habe. Aber das ist super teuer. Denn das war das Original. Für Karstadt AG und
am Limbecker Platz der Stadt Essen, Kulturhauptstadt, und dem Kino, ja, Lichtburg. Da waren noch Zeiten, die wilden 70er Jahre. So, jetzt mache ich hier wieder Schluss. Ich habe mir einfach mal die Zeit gegönnt, mal wieder so einen Nebenvideoclip zu machen. Weil, denkt dran, es kommt immer nur samstags ein Videoclip vom Stammtisch. Star Wars Stammtisch. Das ist heute der Trump gewonnen hat. Das ist heute ein Trump-Gratulation-Video. Das ist ein Gratulation-Video an, ja, an die Simpsons. Ja, die Simpsons. Die Simpsons haben es mal wieder gewusst. Genial. So, ne? Ja, also wir müssen die Simpsons also ein bisschen mehr beobachten, ja? Wenn die da mit irgendwas da rumhantieren. Man weiß ja nie, was dabei rauskommt, ne? So, ein Scherz beiseite. So, noch einmal, lasst uns fröhlich sein, lasst uns ins Kino gehen, lasst uns am Stammtisch über Rogue One unterhalten, über die ganzen Charaktere, die ja jetzt durch Disney neu auf uns zukommen. Ob da die Ritter von Rain irgendwann mal erscheinen, weiß keiner. Was wir mit diesen großen Figuren vorhaben, verraten wir jetzt auch noch nicht. Wie gesagt, da drüben steht ja Kylo Rain, da erschrecken sich die Leute immer. What? Ja, also seitdem wir die Kylo Rain-Puppe da aufgestellt haben, ist mir sogar passiert, deswegen haben sie da hingestellt, weil wenn die jetzt da stehen würde, wo er jetzt steht, durch den Blickwinkel, durch die Bewegung, ist man immer der Meinung, die bewegen sich. Ja, die würden sich bewegen oder so, die beiden Kadetten da nicht, weil die haben die Hand nicht so, die ist versteckt, also die Hände sind bei den beiden versteckt durch die Kutte. Und bei Kylo Ren, der hat die Hand ja frei, und wenn man an ihm vorbeigeht, meint man immer, der bewegt sich. Das ist ein tolles Gefühl. So, also wir würden schon gerne wollen, so eine Figur 1:1 hier stehen zu haben, aber der Preis ist heiß. Also wir geben keine 10.000 Euro aus, damit wir hier eine tolle Show machen können. Das liegt alles in einem gewissen Rahmen. Ja, auch die Antwort kommt. Kann man alles kaufen, das ist richtig, aber nicht für 5 Euro, das geht nicht. Kostet alles, leider, und wir möchten weitere 60 Jahre, natürlich, wir möchten gerne weiter 60 Jahre ein Fachgeschäft sein, wir möchten auch dieses Fachgeschäft nach vorne bringen, wir möchten dieses Fachgeschäft auch wieder in alle Munde bringen, dass es mal Fachgeschäfte gegeben hat und dass es ein Fachgeschäft gibt. So. Wenn wir hier, wie gesagt, noch einmal drehen und Dreharbeiten haben und Gäste kommen, Kunden erscheinen, dann wird natürlich so lange unterbrochen, dann gehen die Dreharbeiten weiter. So, viele haben gefragt, warum so oft geschlossen. Es ist klar, wenn Filmpool-Komparsen.de arbeiten, dann muss hier geschlossen sein, weil dann sieht hier alles anders aus. Und dann können wir natürlich keinen Gast bedienen, keinen Kunde können wir dann seine Sachen machen, und deswegen hatten wir immer samstags geschlossen. So, jetzt haben wir natürlich November, Dezember, samstags geöffnet. Somit sind wir 6 Tage für alle da. Im Bereich Filmfiguren und Theater und Web-TV und im Medienhaus für Film und Fotos. Wir filmen und Fotos. Wir machen also die ganzen Sachen, die die Kunden so brauchen. Und dann haben wir natürlich noch das Copyhaus, wo auch im Internet gearbeitet werden kann, wo am PC gearbeitet werden kann, wo ausgedruckt werden kann und wo natürlich auch kopiert werden kann. Ja, das ist eben ein Fachgeschäft. Das ist, viele kennen ja ein Fachgeschäft gar nicht mehr. So eine Mischung aus allem macht ja den Flair eines Geschäftes aus. Wir mögen keine kalten Geschäfte, wo niemand ist, der spricht. Wo die Ware steht, man nimmt sie mit, kommt nach Hause, ist kaputt, und schon fängt der Ärger an. Ja, man muss sich erklären oder was weiß ich, dann wieder zurückfahren. Wie oft ist das? Muss ich wieder zurück, und dann ist nicht gerade hier um die Ecke. Muss man also sehr lange mit dem Auto fahren. Und dann muss man sich auch noch da, ne, erklären, wieso, weshalb, warum und so weiter man das Ganze zurückhaben möchte. Ja. Egal, das ist die andere Fakultät. Ihr liebt halt den Quatsch, Moll. Ich liebe Fachgeschäfte. Ich würde mich tierisch freuen, wenn wir die Fachgeschäfte alle wiederbekommen, die hier alle mal waren. Wir hatten wirklich ganz lange Einkaufsstraßen, wo ein Fachgeschäft neben dem anderen ist. 500 Meter weiter ist ja auch ein Fachgeschäft, auch ein Spielwarenfachgeschäft, aber für Eisenbahn. Eisenbahn und Eisenbahnzubehör. So, wir sind halt ein Medienhaus, ein Copyhaus und haben halt das auch noch, weil das passt ja. Star Wars passt zu den Medien, Star Wars passt zum Thema, Donald Trump passt, ja, was nicht passt hier in Deutschland,
machen wir alle 2017 passend. Noch einmal, der Medienkanzler ist 100% parteilos, 100% politisch, nee, und hat nichts mit Glauben oder sonst wie zu tun. Wir sind, wir bleiben 100% neutral als Firma. 7 Milliarden können hier, so wie jetzt auch, Grüße, hi. Jim, whatever I do it to protect you. So you understand? I understand. You want to get out of here? Our rebellion is all that remains to push back the Empire. What's your name for the record? Jyn Erso. Forgery of Imperial documents. Possession of stolen property. Aggravated assault. Resisting arrest. On your own from the age of 15. Reckless, aggressive, and undisciplined. This is a rebellion, isn't it? I rebel. Can you be trusted without your shackles? Let's just get this over with, shall we? When was the last time you were in contact with your father? What is this? We have a mission for you. A major weapons test is imminent. We need to know how to destroy it. Is that clear? Yes, sir. I've been recruiting for the rebellion for a long time. All is as the Force wills it. The captain says you are a friend. I will not kill you. Thanks. The power that we are dealing with here is immeasurable. If the Empire has this kind of power, what chance do we have? We have hope. Rebellions are built on hope. If you're really doing this, I want to help. Good. Good. Our rebellion is all that remains to push back the Empire. The world is coming undone. Imperial flags reign across the galaxy. This is our chance to make a real difference. It appears he is critical to the development of a super weapon. They are requesting a call sign. It's, Rogue. Rogue One. May the Force be with us. They have no idea we're coming. Take hold of this moment. Are you with me? All the way. Ich merke schon, das wird eine lange Sendung heute, die ich an sich so nicht vorhatte. Aber hier, wie gesagt, ihr müsst den Medienkanzler bitte ein bisschen mit einem humorischen, also seht mich bitte ein bisschen mit Humor. Ich meine das nicht so ernst, wenn ich hier mal kräftig mal in die Kamera da spreche. Also, we love Trump. Wir freuen uns, dass die Simpsons recht hatten, wenn ihr wisst, wie ich es jetzt hier meine. Wisst ihr, wenn ein Herr Söder, eine Frau Kanzlerin, wenn sogar eine von der Leine gelassene CDU da anfängt, wenn ZDF, ARD anfängt da
Stimmung zu machen. Mahlzeit, Grüße. Trump ist Sieger! Yeah, ich komm! Trump-Tag. Der 9.11.2016 ist Trump-Tag. An sich wollte ein Spaßvideo oder ich wollte ein Spaßvideo, aber die Hütte war jetzt so voll. Ja. Tada! Trump. We love Trump. Trump is jetzt President. Yeah. Wir sind Patrioten. Wir sind jetzt USA-Patrioten. Wir wollen sofort eine Gummipuppe von Trump. Wir wollen sofort eine Actionfigur von Trump. Wer uns beliefern kann, sagt Bescheid. Hier war richtig was los gerade. Also, ich musste unterbrechen. Die freien Journalisten waren da. Die haben sofort mir hier ihr Schreiben zukommen lassen. Deutschland wird abgeschafft. Ja, kommt aus Oberhausen. Unabhängige Nachrichten, Wahrheit, Klarheit, Offenheit. So nennen die sich. Deutschland muss sterben, damit wir leben können. Kunst im Sinne des Grundrechts. Oha, oha. Also geht richtig zur Seite. Ihr könnt ja auf die Webseite gehen, der unabhängigen Journalisten, ja, unabhängige Nachrichten, die kommen aus Oberhausen. Nennt sich www.un-nachrichten.de. Ja, könnt ihr lesen, ich will hoffen, man kann es lesen. Ja, er ist da, der Trump. Also wir wollen eine Actionfigur, wir hängen ihn auch gleich auf. Passt ja zu Star Wars, ne? Ja. Das passt. Der Imperator ist geboren. Meine lieben Freunde von Disney. Ne? Der Imperator ist da. Ja, sein Name ist Trump. Ja, den Imperator hatten wir ja noch nicht, ne? Bei Disney. Ja, jetzt haben wir einen. Den Trump. So, ich glaube, das Video ist lang genug geworden. Ist auch zigmal unterbrochen worden. Und wir haben jetzt also schon 12 Uhr. Und angefangen hat nur um 9:30 Uhr. Wisst ihr also, was hier schon los war? Noch einmal, wir sind eine Film-, Foto- und Produktionsfirma. Wer diese Videos als Kunde, wer diese Videos online, wer dieses Video auch von uns als Admin, der weit über 1500 Folger und über 15.000 Freunde da, sogar Horst Seehofer hat gerade hier, ne, Menschen der Vereinigten Staaten von Amerika haben entschieden und Donald Trump gewählt, sie haben ihm damit ihr Vertrauen ausgesprochen. Ich gratuliere Donald Trump zu diesem Wahlerfolg. Das ist natürlich der Herr Seehofer. Wir gratulieren öffentlich für seinen Wahlerfolg. Wir gratulieren den Simpsons für die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Ja, das sind die Simpsons. Ja, der Seehofer, der Herr Söder war ja ein bisschen pikiert, sagen wir gerade. Domradio ist am Reden, ZDF macht ja toll, 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 ne? Die Clinton rennt da durch die Gegend, ne? Stronger, stronger und was weiß ich nicht alles. Schaut euch hier im Internet euch das ZDF ARD an, schaut euch jetzt die 6+, 12+ YouTube-Kanäle an, Funk nennt sich das seit dem 1.10. Also Trump ist jetzt the President und wir werden sehr viel Spaß haben. Trump ist nun mal Milliardär, an sich braucht er ja kein Flugzeug mehr, weil er hat ja genug, auch Hubschrauber. Er hat ja auch seine Trump Tower, hat er ja auch. Ja, wusstet ihr bei dem Trump Tower, dass er nur eine gewisse Höhe rein dürft, ja, in seinen Kaufhäusern, in einer gewissen Höhe, und der Rest ist nicht, da dürft er nicht hin. Ja, wollte ich nur gesagt haben. Also, we have a new president, we have a president, his name is Donald Trump. Yes. Ja. Ja, das hängen wir jetzt auf. We love Donald Trump. Das hängen wir jetzt auf. Der 9.11.2016 hat Geschichte gemacht. Ja, Herr Seehofer hat gerade herzlichen Glückwunsch sogar. Von wem hier? Oh ja, aus Frankreich. Ja, aus Frankreich. Die Le Pen. Ja, Marine Le Pen hat gerade den Amerikaner gratuliert. Ist ja klar, ist ja klar. Ey. Ist ja auch sogar Old Britannia, sogar die AfD, Beatrix von Storch hat gratuliert. Irre, ne? Ja. Geert Wilders aus der Niederlande hat soeben den Donald Trump gratuliert. Ja, also es geht gerade hier, die Kondolenz rauscht hier von Marianne Le Pen bis Niederlande, rauschen jetzt hier die Gratulationen durchs Land. Nigel Farage, Nigel Farage oder... Das ist ein Engländer. Nigel. Beatrix von Storch, ist klar. Die muss natürlich dabei sein. Ist los. Und Geert Wilders hier, Parteivorsitzender der PVV und was weiß ich nicht alles. Also es ruckt. Es rechts ruckt oder so ähnlich. Ach Quatsch. Mir doch vollkommen egal, was hier ruckt oder nicht ruckt.
ich bleibe Fan von der gute Laune. Ich bin der gute Laune-Kanzler, ich bin der Medienkanzler, ich habe gute Laune. Ich mag die Simpsons, ich mag Actionfiguren, ich mag Old und New Republic. Ich mag Star Wars so wie es ist, ich mag Disney, ich mag Donald Duck, ich mag Mickey Mouse. Merkt ihr, alles was lustig ist, mag ich. Weil lustig sein ist so wenig geworden. Viele sind gar nicht mehr so lustig, viele, ja, Gewitterwolken oder die unabhängigen Journalisten rauschen da, Deutschland schafft sich ab. Also es geht richtig was los, ne? Ja, ist halt so. Dann gibt es noch einen Tanzkurs, hier sehe ich gerade mit den heißesten Rumänen, die haben solche Apparate, die Rumänin, na, ne, gibt es einen heißen Tanzkurs, hier bei Facebook gerade gesehen. Ja, wisst ihr also Bescheid, ne? Den heißen Tanzkurs von den Rumänen würde ich mir lieber anschauen, wie jetzt den anderen Quatsch, denn jetzt mal schalte ich wieder aus. Wie gesagt, das war ja so ein Zwischending zwischen Stammtisch, Star Wars und Euphorie. Dein Hunger, dein Snack. Ja, dein Hunger, dein Snack. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Ne? Ja, kennt ihr ja auch, den Würstchenfilm. Ne? Es gibt ja den Würstchenfilm, es gibt ja auch, wie gesagt, den Euter-Film, ne? Die prallen Brüste bei Facebook. Ne? Sagen wir sogar. So. Also wie gesagt, Seehofer hat, von der Kanzlerin hat man noch nichts gelesen oder gehört. Die ist wohl auf Clinton-Kurs gewesen. Schade eigentlich. Ne? Tja, 2017, wow. Also wenn wir hier die Landesabteilung wählen, ob wir dann noch Frau Kraft haben werden. Also wir werden eine Menge sehen, wir werden eine Menge erleben. Wir wissen natürlich nicht, was wir erleben werden, weil wir haben ja jetzt erstmal, genau, 2016. Und ich gucke mir eben hier da den, der heißeste Fitnesskurs des rumänischen Fernsehens, solche Oberweite, die so richtig raushängen, gucke ich mir lieber sowas an. Na? Und wie jetzt diesen komischen Ärger da. Also, viel Spaß mit Trump, Simpsons, Star Wars, Disney und so weiter. Und euer Medienkanzler freut sich, macht diesen Film fertig. Und er, wer ihn jetzt gesehen hat, wohlgemerkt als Kunde, waren ja etliche hier. Und wir hatten sehr viel Spaß, ist die Kamera aus. Nur wer mitmachen möchte, wird bei der Kamera on air mit dabei sein. Ob es nun mal die unabhängigen Journalisten sind oder ob es Anhänger oder Gegner sind. Oder Freunde dafür oder dagegen von Star Wars. Also, wir wollen Spaß haben. Wir wollen mit euch Spaß haben. Euch, also hier wird noch Dienstleistung. Hier wird noch geholfen. Wir sind auf eurer Seite. Wir wollen euch helfen. Und wir wollen miteinander Spaß haben. So, jetzt gehe ich mal wieder bei Facebook rein. Schau mir das Ganze an, was da so abgeht. Wird ein sehr lustiger Tag werden. Der 9.11.2016 ist in die Geschichte eingegangen. Die Geschichte des Donald Trump, jetzt hänge ich ihn erstmal auf, das ist ja wohl klar, we love Donald Trump. Und jetzt weiß das die ganze Nation, jetzt weiß das die ganze Welt, ja, denkt dran, es war Spaß, Spaß. Fangt nicht an, irre zu werden, ja. Einige YouTuber tragen Aluhut, mehr sage ich dazu nicht, ne. Nimmt den Aluhut ab und werdet normal. So, jetzt ist Schluss und dann, ne. Ja, wir machen kräftig weiter. Das wird ein lustiger Tag. Ciao. Ach ja, abends ist, mit, ist ja Mittwoch bei Sci-Fi. Sci-Fi ist auch ein toller Sender, wollten wir auch mal gemacht haben. Sci-Fi hat Take on any galaxy with a car that could stop for you. Simulation complete.